So, und herzlich willkommen zu Let's Play OMSI 2 Folge 426. Wir sind heute unterwegs auf der wunderschönen Map Blankwitz und fahren heute den MAN NL263 bzw. A21 aus dem MAN Stadtbusfamilie Add-on, wie man vielleicht auch unschwer erkennen kann. Und ja, Blankwitz ist, finde ich, eine wirklich sehr schöne Map. Ich bin jetzt zwar noch keine ganze Linie gefahren, aber das werden wir jetzt zusammen tun. Und zwar fahren wir heute die Linie 28 von S. Blankwitz, das ist hier, zur Standseilbahn. Und danach wieder zurück, weil die Linie geht nur eine Viertelstunde. Und wir haben auch schöne Radkappen und vorne eine LED-Anzeige und den langen Außenspiegel und Außenschwenktüren. Also ganz spannend heute in diesem Bus. Wird nicht langweilig. Und wir fahren jetzt mal ein Stück vor, dass der Kollege hier auch noch hinpasst. So. Machen wir hier mal beide Türen auf. Ja, man hört schon so ein bisschen am Druckluftgeräusch, dass das keine ganz normalen Türen sind. Und den Fahrplan haben wir hier oben. Wie ihr seht, hier, das sind die Haltestellen. Da müssen wir uns auch ein bisschen dran orientieren, weil sonst verfahre ich mich hier wahrscheinlich. Weil man muss schon ein bisschen drauf achten, wo man hier lang fährt. So, das stimmt. Haha. Oh, ja, ach, Mensch. Der Herr lässt Gnade walten. Hier haben wir wenigstens mal jetzt einen Rückgeldautomaten, der richtig funktioniert. Beziehungsweise hier einen richtig funktionierenden Ticketautomaten. Das ist ja wohl echt mal was ganz Feines. Oh, und wir können das richtig drehen, das Ganze. Machen wir das auch ein bisschen. Ja, wobei, wir sollten das schon so... hier kannst du dich selbst bedienen hier, ne? Kommst du rein? Hier, pass auf, das ist jetzt die Idee. Du kommst in den Bus rein. Und der Busfahrer macht das so. Hier, komm, mach. Ich hab keine Lust auf den Scheiß. Mach du das. Ne? So. Und ja, gleich geht's auch los. Und wir müssen dann erstmal gleich rechts abbiegen. Und... gut, wir haben auch so ein 28A heißt die Linie übrigens auch ganz genau genommen. Und ja, die Map hat gleich noch so eine ganz tolle Strandpromenade. Und unser Kennzeichen ist klar BLW für Blankwitz, TP, Tim Pictures und 1. Ne, weil wir halt Prioritäten setzen. Wir sind die Nummer 1, das ist natürlich klar. So. Und jetzt warten wir natürlich nur noch, bis uns hier die Zeit runterrattelt. Wobei, wir können das auch eigentlich vorspulen. Ich mach mal 35. Jetzt haben wir noch eine Minute. Und hinter uns der Bus, der fährt die 28. Der fährt woanders hin. Der hat eine andere 28. Vielleicht lässt sich das rausfinden. Wir fahren zur Standseilbahn und er fährt vielleicht... ah, ne, er ist die... naja, der ist die 28. Das kann nicht sein. Ja, Ich finde, Außenschwenktüren haben irgendwie auch so ein bisschen was, ne? Machen wir jetzt mal vorne vielleicht auch schon mal zu. So. Würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Wow. Das hat gesessen. Uiuiui. Gut, das ist eben manchmal eben nicht ganz so leicht. Weil wir haben ja da eine ziemlich blöde Ecke da gehabt. So, und hier ist ein Tunnel, aus dem man käme, wenn man da zum Anleger fährt. Das habe ich rausgefunden durch Zufall. Beziehungsweise mehr oder weniger gesehen und nicht selbst richtig gefahren. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ich mache mir mal oben die Ansicht an. Blankwitz Herzsteige. Gut, hier ist keiner. Dann fahren wir noch mal ein bisschen weiter. Und die Sicht hier für den Bus habe ich mir auch neulich wieder angepasst, weil meine alte Einstellung leider weg war. Ich weiß nicht, woran das lag. Es kann sein, dass ich das Add-on irgendwann mal neu installiert hatte oder dass ich da irgendwie was verändert hatte. So. Und jetzt geht erstmal hier rechts zum Rathaus. Uiuiui, Mensch, du kommst ja hier ordentlich angeflogen.
Also du hast ja hier einen Affenzahn drauf. Ach, ich muss erst drehen. Erst drehen wir. Und dann, genau. Uah. Ach, das ist wahrscheinlich. Ah, nee, das ist nicht unser Kollege. Wahrscheinlich ist der Steig 1 hier gemeint, ne? Müsste eigentlich. Ah. Ja, da könnte echt erste Fahrstunde sein, so wie ich mich hier hingestellt habe. Das ist ja peinlich, du. Das. Ah. Kann sein, dass sie nicht einsteigen wollen, weil ich hier so schlecht angehalten habe. Moment. Ja, auch die Warnblinkanlage an, so ein bisschen realistisch muss das jetzt schon noch sein. So, pass auf jetzt aber. Komm. Ach Leute, Mensch. Nee, komm, das ist jetzt hier der blanke Wahnsinn. Blanker Wahnsinn auf Blankwitz. Ach, es kann sein, dass der Bus uns davor jetzt die Fahrgäste so ein bisschen verwirrt hat. Boah, Mensch, jetzt müssen wir hier in einer Zeitlupe hier zurückfahren. Blinken schon mal schön. Aha! Siehste, daran lag das. So, aber jetzt keine Tickets mehr, ne? Wir sind schon eh zu spät. Nee, 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 nicht hier Kurs auf meinen Ticketautomaten. Oh. Nee, für Heizung haben wir gerade keine Zeit, du. Das geht jetzt gerade ganz schlecht. Eine Fahrkarte, bitte. Och Mensch, immer wenn sie. Wenn ihr Zeitstress ist, wollen sie alle ein Ticket haben. Und immer wenn ich zu viel Zeit habe und da nur stehe an der Haltestelle und noch warte, bis ich abfahre, dann wollen sie nichts. So, ich bin hier auf der Vorfahrtsstraße, deswegen ist der gerade. Also, ich habe jetzt hier gerade Vorfahrt. Deswegen ist er wie bekloppt hier lang gerast. Und Warmbad ist jetzt die nächste Haltestelle. Na, das andere wäre, wenn die nächste Haltestelle eben schon das Standseilbahn gewesen wäre. Die wäre auch direkt dann da, aber wir fahren hier so eine Runde durch einen Ort. Ich denke mal, das ist dann so ein. Dass ja alles schön miteinander verbunden ist. Und jetzt kommen wir wirklich an den schönen Teil. Heran, also das ist wirklich jetzt echt klasse hier. So gut, die Außenschwenktüren brauchen immer so eine Weile noch, aber das ist ja nicht schlimm. Ne, wir können dann warten, bis die Leute sich auch hingesetzt haben. Bis dahin braucht er sowieso die Tür noch. Hör mal, du musst ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass du uns hier. Jetzt haben wir dich halt angefahren. Also das ist die gerechte Strafe für Leute, die sich so blöd anstellen. So, und jetzt können wir ja mal gucken, vielleicht kriegen wir hier ein tolles Bild hin. Wobei die Promenade wird davon noch schöner. Fahren wir noch ein Stück in die Richtung erstmal. Hier, das ist doch mal ein tolles Bild, findet ihr nicht? Pass mal auf, ich mach das jetzt mal von hier. Ne, ihr dürft wieder live mit dabei sein, wenn es wieder heißt, Tim macht Thumbnails. Oh, hier ist sogar kein Fahrer gerade drin, ne? So, jetzt ist er da. Der ist gerade mal ganz kurz verschwunden. Ich muss ja sogar mit beiden Händen hier so ein bisschen rumtüfteln, dass das auch ganz sicher klappt. Müssen ja eine schöne Perspektive wählen. Nee, ihr wollt ja auch so ein bisschen hier den Strand sehen. So. Uah, jetzt sitzen wir in uns selbst drin. Wir sind in uns selbst irgendwie so ein bisschen verheddert. Nee, warte, hier ist nicht schöner, ne? Nee, 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 nee.
So, und die nächste Haltestelle, das wäre Blankwitz Paradies. Ja, der Name passt auch gut, das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ich denke mal, das ist vielleicht die Nordseeküste oder irgendwie so. Gut, hier kann uns zum Glück keiner überholen und es fährt, wenn hinten einer rein. Und wir haben auch jemanden, der aussteigen will. Irgendjemand hat schon die Schnauze voll. Nee, komm, ach Gott. Wobei, wir haben leicht Verfrühung, dann können wir das machen. Dann ist das kein Problem. Aber ansonsten nicht. Man muss das hier mit diesen etwas längeren Türschließzeiten schon berücksichtigen. So ist das nicht. Hier ist nur eine Einbahnstraße. Aber das finde ich wirklich jetzt mal ganz interessant. Auch der Anleger, der ist komplett abgelegen. Da werden wir dann auch mal einen Ausflug hinmachen. Ich finde, die Map, die hat wirklich sowas richtig Touristisches. Nächste Haltestelle. Schulstraße müssen wir hier rein. Uah. Oh, Mensch, oh, der wäre mir ja fast in den Bus reingelaufen. Nicht, dass es heißt, ich hätte ihn angefahren. Aussteigen haben wir hier keinen. Wir haben hier keinen Fall zum Aussteigen. Einmal nochmal, bitte. Kein Aussteigfall, du, das klingt gut, ne? Du, ihr wollt hier nur normale Fahrscheine haben, das ist mir recht. So, und ihr seht allein die Landschaft, die vor uns liegt, das sieht wirklich super aus. Kannst ja echt sagen, was du willst. Also, das ist ganz, ganz, ganz große Spitze hier, die Map. Bin selten auf so tollen Maps gewesen. Steinkirchen ist Bombe. Das hier ist Bombe, wirklich. Also, der Hammer. Die Map wurde sich gewünscht von jemandem, deswegen sind wir auch hier unterwegs. So bin ich auch erstmal richtig darauf gekommen. Wobei, die hätte ich wahrscheinlich irgendwann auch entdeckt. Nur, wie gesagt, weil eben dieser konkrete Vorschlag kam, habe ich direkt mal geguckt. Und jetzt müssen wir... Was macht der denn jetzt hier? Ja, wir haben blöde, jetzt blöderweise ist ja ein Haltewunsch. Können Sie hier vielleicht aussteigen? Das wäre jetzt gar nicht so schlecht. Ah, genau, sehr gut. Na, jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie wir mit dem Salat jetzt hier fertig werden. Du weh, du fährst jetzt los, jetzt weh, wo ich wieder rückwärts hier rangiert habe und alles. Ups. Das ist ein Bild hier, ne? Ach genau, nee, komm jetzt. Ach komm, du kannst mir doch gestohlen bleiben jetzt. Jetzt fährt er hier los, ich glaube es geht los, also echt. Das geht ja jetzt hier gar nicht. So, Schloss Sophienruhe, Gradus. Du, das sieht ja auch ganz schön eng hier aus, ne? Liebe Leute, also das ist ja hier mal ein Pfad. Das muss ich direkt mal in Form eines Thumbnails hier festhalten. Auch wenn es kein Thumbnail so richtig sein wird, wahrscheinlich allein nur mal so als Erinnerung. Oh Gott, der fährt wahrscheinlich hinterher. Tolle Aussicht wahrscheinlich, ne? Also das ist ja auch so ein Pfad, da würde ich nachts nicht allein rumlaufen wollen. So, Schloss Sophienruhe, aber das ist toller Touristenort hier, also wirklich.